Fange ich an? Hallo meine Damen und Herren auf Twitch TV, hallo meine Damen und Herren auf YouTube. Heute dürfen wir euch dank PlanetKey.de mit etwas Verzögerung die Kampagne von Dying Light vorstellen. Ein Spiel, wo unter anderem der Entwickler von Dead Island mitgewirkt hat. Und wir sind gespannt, spielen auf höchsten Grafik-Settings. Ich hoffe, das hält mein Rechner hier auch durch. Wir sind das Ganze live am Aufnehmen auf Twitch TV, Monsieur Live. Oben am Bildschirmrand seht ihr ein paar besondere Nachrichten. Das sind Donator, Subscriber und so weiter und so fort. Wie lange wir schon live sind, wie spät es gerade ist und so weiter, seht ihr alles oben am Bildschirmrand. Davon lasst euch bitte nicht ablenken. Wir beginnen hier und jetzt mit der Kampagne von Dying Light. Und, ja, drücken hier auf Spielen und los geht's. HUD aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Wow. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Ja, was für eine Begrüßung hier! Oh oh! Du Scheiße! Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab nen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist! Ist Amir verletzt? Nein. Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Halleluja. Das war sehr laut. Entschuldigt bitte. Wir werden die Lautstärke gleich ein kleines bisschen weiter runter regeln.
Und ein sehr spannender, extremer Start in die Welt von Dying Light. Kogo, vielen, vielen Dank nochmal für deine Donation von 5 Euro. Herzlichen Dank, mein Freund. Wir sind nun gelandet. Da kamen Fremde auf uns zu, die uns überfallen wollten. Und andere Fremde wollten uns dann retten. Danke für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank, Kogo. Wir starten ins Spiel und wir machen jetzt die Lautstärke etwas leiser. Kneif du ihn! Das ist das Erste, was wir jetzt hier machen werden. Die Gesamtlautstärke ist hier leider nicht zu verändern. Darum gehen wir hier mal auf die Hälfte und die Musik noch etwas weniger. Gut, hoffen wir mal, das reicht. Falls ihr da noch Beschwerden habt, bitte Bescheid sagen. Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Scheiße! Mein Kopf! Ist das ein Film? Ist das echt? Ich muss leider hier an der Stelle nochmal ganz kurz die Mauseinstellungen ein wenig runterdrehen. Gut. Ich hoffe, das genügt. Bevor ich hier so mega aktive, hyperaktive Schwenker mit der Kamera mache und ihr dann überhaupt nicht mehr mitkommt. So, gut. Seht euch mal die Details an. Wow, guckt euch die Aussicht an, meine Damen und Herren. Wow. Hans 3. What the fuck ist Hans 3? Alien Zombies from Mars. Closer than you think. Evil Massacre. Wir gehen mal weiter. Wenn ich Shift drücke, was war das? Wow. Seht ihr die Grafik, Mann? Ist die Shit real? Wow. Diese Lichteffekte alleine. Geräusch im Hintergrund. Ganz schicke Wohnung eigentlich. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Was, 31? Siehst du doch. Der Messi-Junge. Und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brief dich doch. Der Boss? Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Was fragt den Boss? Ich bin der Boss, Junge. Was mit dir, Junge? Ich bin der Boss und ich bin 31 Jahre. Ja, das stimmt. Aber davon lassen wir uns hier nicht abschrecken. Hey, du meinst auch, du bist Messi, oder was? 31. Das ist deine Nummer. Hä? Was ist meine Nummer? Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Ja,
Jo, Messi, alles klar? Erstmal eine Runde Fußball spielen hier. Ich treffe die gar nicht. Der kann das aber ganz gut. So. 30 Infizierte und nur noch 7 Kuriere. Nur so kommen wir zuerst an den Nachschub. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Antizin? Wegen mir? Ihr mögt mich wohl nicht so gerade, oder? Guck mal. Wer freut nicht? Hey, wo ist Raum 190? Oben. Oh, wer freut nicht? Alles klar? Jungs, okay, ihr wollt wohl nicht mit mir Freunde sein. Drauf, einer nach dem anderen. Sehr gut, sehr gut. Und du bist? Crane, 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Ich kann nicht mit mir selber reden. Jetzt entschuldige mich. Ich bin jetzt der Boss. Habt ihr mich verstanden? Habt ihr alle noch nicht verstanden? Ihr müsst mal alle aktuell und ordentlich gebrieft werden. Ihr auch. Bitte sofort hoch in Raum 190. Ich sag's nicht zweimal. Ihr seid stumm. Na gut, okay. Lassen wir das. Gucken wir uns hier ein bisschen um. Boah, guckt euch mal diese Effekte an, diese Grafik. Das ist ja der pure... Dieses Spiel kam am gleichen Tag raus wie H1 Z1. Punkt. Ne, Sony, GG. Zaffa. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Ja, sicher bin ich 31. Sieht man mir das so gut an, oder was? Ja, ich werde hier bekloppt. Komm, wir gehen mal rein, nein, zum Boss. Jade, the Scorpion. Aldemir. Meet the 3-time Kickboxing World Champion. Haran Kings. 3. Mai 2014. Da sah es wohl so aus. Da unten habt ihr noch einen QR-Code, wenn ihr Bock habt. Powered by, was steht da unten? Da sind noch ein paar Sponsoren. Cool, cool. Katzenbilder und da hat einer geheiratet. Da ist ein... Was mache ich jetzt? Okay. Wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. Ja, guck mal, ist schon hübsch, ne? Mit so Palme hier. So kann ich das bei mir zu Hause auch vorstellen. Finde ich ganz hübsch eigentlich. Ja, den Raum, das ist meiner, ne, vom Boss jetzt bald. Würde ich sagen, gefällt mir hier gut. Bisschen umräumen, Putze können wir engagieren, da läuft das Ganze hier. Wo ist denn der Boss? Remember kids, don't go out after dark. Guck mal, der süße kleine Elefant. Was haben wir hier? Matrix-CD ist da oder was? DVD? Matrix 3? Ja, ja, ja. Guck mal. Du bist der Boss? Wir genießen mal die Aussicht. Wow. Hey, Boss. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Vielleicht kommt Bushido hier oder so. Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bretton und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Du sitzt da einfach auf der Palisade? Nach TRI-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Antizin, schon wieder. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Ja, weißt doch. Du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Ja? Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Ich habe eins. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder.
Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Brecken hat ja das Sagen. Brecken? Rahim und Brecken. Melden Sie dich beim Boss. Ich habe mich beim Boss erwähnt hier. Pass auf. Gut. Die haben hier keine Funkgeräte. Oh, hast du mich gerade belogen, Alter? Du hast doch hier noch 4 Funkgeräte liegen. Hey. Kann nichts mehr mitmachen jetzt. Gut. Also, wir sollen jetzt... Ich bin nicht faul. Ja, faul bin ich auch nicht. Nee, nee. War nur etwas zurückhaltend. Was sagt der Zombie zu seiner Begleitung? Bitte, hör mit den dummen Witzen auf. Ach, komm schon. Was hat er gesagt? Rate einfach mal. Okay, ich mag Frauen mit was im Kopf? Mann, du bist ein Genie. Wohl kaum. Ja, was sagt der Zombie zu seiner Begleitung? Oh, guck mal, diese Lichteffekte. Ich glaub's nicht. Die Grafik ist der Wahnsinn. Du hast verdammt Angst, oder? Der sieht aus, als hätte er verdammt viel Angst. Ja. Ja. Bist verliebt, oder was? Hast du einen Ständer, du Ekelhaften? Komm, wir gehen weiter. Meine Damen und Herren, wir müssen hier weiter. Wow. Ey, guckt euch das an. Guckt euch das einfach nur an. Wahnsinn. Er denkt sich auch, Wahnsinn. Der hat schon so lange da rausgeguckt, der braucht schon einen Stuhl hier. Hat so eine Lampe hingestellt. Unfassbar. Wir gehen weiter. Richtung da, wo wir hin müssen. Hier irgendwo, da ist... Da, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir holen mal für Rahim aus dem 13. Stock das Zeug, was er braucht. Mann, hier sind ja einige draufgegangen. What the fuck, diese Fliegen hier. Puh. Blutspritzer da innen drin, ey, uiuiui. Da unten liegen die Gedärme rum. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was, ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Oh, oh, oh. Jetzt können wir laufen und können auch sprinten. Oh, das ist aber sehr flüssig, das Spiel. Die Bewegungen und alles. Seht euch das an. Super flüssig. Guckt euch hier das an. Mit den Fliegen, die Grafik, das Blut da. Wahnsinn. Die Lichteffekte. Klebeband. Nehme ich mal mit. Oh, oh. Wow. Das war's mit deinem Kopf, Bro. Da wird er wohl drin sein. Mann, alles in Ordnung? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt. Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter.
Wow. Was ist denn bitte hier passiert? Wow. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Wir helfen dir, Bro. Verbandszeug und Alkohol brauchen wir. Oh, 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 sieht das geil aus. Metallteile. Verbandszeug und wir wollen aber auch hier keine Zombies erschrecken jetzt. Also ich will vorsichtiger. Ich renne jetzt hier nicht durch. Klebeband. Nägel. Zum Nageln sind wir mal aufgelegt, glaube ich. Was haben wir hier noch? Macht er die Tür da auf? Alter, was ist da los? Also diese Lichteffekte, alles hier ist dieser Wahnsinn. Das Spiel ist der Wahnsinn. Von der Grafik her jetzt unbeschreiblich. Ich gehe da jetzt nicht hin. Da haben wir nochmal Nägel. Hier kamen wir her. Sind da noch mehr Türen? Ich hatte noch einen Zombie steckt irgendwo. Klebeband. Mull. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Wundervoll. Drücken Sie I für ein Entwurfsmenü. Medikit. Zack. Okay, das haben wir hergestellt. Wollen wir nochmal hier looten gehen oder sollen wir direkt zum Markt? Oh, ein Bauteil. Nehmen wir noch kurz mit. Und noch etwas, was wir hier mitnehmen dürfen, brauchen müssen, sollten. Ich denke mal, alles, was man hier so findet, wird man auch irgendwie brauchen. Zumindest gehe ich davon aus. Eine Blechdose. Warum denn nicht? Grafik ist der Wahnsinn. Die Grafik ist der Wahnsinn. Komm, Bro, wir helfen dir. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Mal primitiv. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Halt. Bist du nicht der Typ, der vorne vorhin Stände hatte? Zumindest guckst du mich genauso an. Hast du auch einen Ständer? Bist du geil auf mich? Ja, sag was. Du brauchst nicht weggucken. Ich sehe, wie nervös du bist. Ja. Ja. Siehst du? Ich wusste es. Du alte Drecksau. Hau ab hier. Ekelhaft. Mit euch brauche ich gar nichts zu tun haben. Nicht wir rennen hier weg. Du Perverse. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Meine Rolle? Boss, haben wir schon geklärt, oder? Wir fahren mal nach oben zu Rahim. Gucken mal, was der so treibt. Und wollen uns da mal ein bisschen etwas mehr auseinandersetzen.
Einen Augenblick, ganz kurz. Zack, zack, zack. Einmal auf den Desktop. Dominik schreibt, hallo YouTube. Die letzte Twitter-Nachricht, die konnte ich gerade nicht sehen. Tut mir leid, wir sind wieder da. So, zurück zum Rahim. Der ehemalige oder möchte gern Boss. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Jetzt wissen wir, wer der Boss ist. Sie. Ne, Bro? So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Okay. Brauch was Passenderes zum Anziehen. Was habe ich jetzt gemacht? Kuh. Okay. Wir gehen mal hier rein. Das ist jetzt mein Zimmer. Traum. So stelle ich mir das vor. Habe ich dich eingeladen? Wer bist du denn? Das ist der Perverse von vorhin. Du bist der mit dem Ständer. Das ist der Stalker, der vorhin an der Tür stand. Siehste? Nee, das ist dein Bruder. Habt ihr Plätze getauscht oder was? Ich traue mich hier gar nicht mehr irgendwo lang zu gehen. Alles nur Perverse. Erstmal brauchen wir neue Klamotten jetzt. Oh, ein wunderschönes Zimmer hier. Guckt euch das an. Traumhaft. Tipp. Das ist ihr Versteck. Hier können sie dich umziehen und Dinge lagern, die die gerade nicht benötigen. Wenn sie als Überlebender höhere Ränge erreichen, erhalten sie Zugang zu neuen Outfits. Wow. Frische Kleidung. Wundervoll. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Ich hab keine Ahnung. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Fitnessbereich? Was soll denn das heißen? Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Alter, will der jetzt, dass ich in den Fitnessbereich gehe? Gut. Man muss ja, wenn man gegen Zombies kämpft und dich hier hocharbeiten will, es ist hier wohl eine Rangordnung. Und es ist ja wohl eindeutig, dass ich hier der zukünftige Boss bin. Ne? Darum müssen wir jetzt uns nach oben begeben und Fitness machen. Ach, die Treppen. Ich habe halt einen Lauf. Und was für einen? Jetzt sei nicht so. Der ist gut. Okay. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Sag's mir. Stück für Stück. Fast so gut wie meine Witze. Storage, Bedroom, da brauchen wir nichts. Ich denke mal, ganz oben hat er gesagt. Dann gehen wir nochmal weiter hoch.
Ibrahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Dann mal los. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Crane auf dem Kran. Die haben ja Witze drauf, ne? Also ganz ehrlich. Check ich irgendwas nicht? Habe ich was verpeilt jetzt? Moment. Junge! Und jetzt? Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Ja. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Yo! Mach auf! Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich guck nicht hin! Ah! Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Fuck. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Fresser? Ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Die meisten Fresser können nicht klettern. Was für Fresser, Junge, das sind Beißer. Kennst du keine Walking Dead, Noob? Was muss ich jetzt hier machen? Rennen? Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Easy. Easy Mode. Eyes closed. Eyes closed. Ach, halten. Halten muss ich. Nicht langsamer werden, während du läufst. Was langsamer, Junge? Wenn du draußen stehen, bist du tot. Schlecht für Neuling. Ha! Hu! Ha ja! Hey ja! Okay. Also gut, drauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Katzensprung und hochstemmen. Was? Hast du das nicht? Hältst du keine 10 Minuten durch. Katzensprung und hochstemmen? Was? Nochmal! Komm in die hin jetzt! Verstehe ich nicht! Da festhalten und dann. Was? Nach links bewegen, habe ich gemacht. Hab sogar springen gedrückt, aber hat nicht funktioniert. Nochmal. Wie kommen wir da hoch? Festhalten und rüberhangeln und dann springen. Ach so. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Ein bisschen langhangeln. Natürlich. Hast du das schon mal gemacht? Ja, klar. Hast du? Komm. Ja, auf Gamescom. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wunderbar. Also, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Es ist gar nicht so leicht, finde ich jetzt, so für den ersten Augenblick. Aber ich denke mal, da gewöhnt man sich auch von alleine dran. What the fuck? Crane, sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Ach, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. What the fuck? Bin hier. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Mhm. Krass, ich kriege also Anfälle von meinem Anthrazin. Meins? Ham. Polish Ham. Aus Polen, frisch geliefert hier. Super duper. Wir gucken mal im Schlafzimmer, was hier so abgeht.
Die Grafik ist der Wahnsinn. Die Textur und die Qualität, alles super. Gefällt mir. Bist du der Mechaniker? Er ist der Mechaniker. Er macht hier repariert. Gucken wir uns aber hier einmal um. Ich will mal sehen, was hier so gibt alles. Ja, lässt sich gut gehen, der Mann. Wahnsinn, da war noch eine Kleidertasche, hä? Da kann ich nicht dran. Sorry! Mit mehr Schmackes und eins und zwei. Mann, du bist ein Schwächling. Ich sterbe! Wenn dir ein Zombie ans Leder will, kannst du dann auch nicht mehr. Hau rein! Stieß Gretel die böse Hexe in den Ofen und verbrannte sie. Gretel und Hänsel waren frei und liefen nach Hause zu ihrem Vater, der schon ganz krank vor Sorge war. Obwohl sie nur Kinder waren, hatten Hänsel und Gretel die Hexe ausgetrickst. Und was lehrt uns das? Auch Kinder können jemanden Böses überlisten, wenn sie schlau sind. Ihr müsst also schlau sein. Vergesst nicht, dass hungrige Menschen schlimme Dinge tun können. Ihr alle müsst auf der Hut sein vor bösen Hexen und Monstern. Läuft er hier bei denen? Wir müssen weiter nach oben. Wir haben uns jemand die andere Etage angeguckt. Oder nach unten, ne? War das? Nach unten. Ja, der Pfeil zeigt nach unten. Check, check, check. Hier sind wir richtig. Und da müssen wir einmal rum. Also heute, die Anfangsstunden in diesem Game, verbringen wir alle hier in diesem, in diesem Haus wahrscheinlich zuerst, bevor wir überhaupt raus dürfen, denn da ist es anscheinend sehr gefährlich mit den ganzen Beißern und so weiter und so fort. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Sarah mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Ja. Hier sind wir anscheinend schon sehr weit draußen, unten. Boah, sieht das da draußen geil aus, wie so Slums, Mann. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens... Im Turm erzählen sie, dass sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen sie nicht besonders. Nehmen sie es ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. So, Gegenstände auf Lager, Wasserrohr. Nehmen. Dietrich, Medikits, Metalle. Wundervoll. Lassen Sie sich von Dr. Cere Antitin spritzen wieder. Wer bist du denn hier, ey? Voll bewaffnet, Mann. Was denn? Ja, ich will ihn nicht ans Leder. Spannend. Gut, wir müssen weiter runter. Ein gutes Zeichen.
Hier. Nee, da. Da ist so. Nee, eine Etage tiefer. Scheiße, hier, Mann? Du willst raus, ja? Ja. Eigentlich schon. Ich weiß nicht so recht, ob ich will. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Wow. Okay, Neuer. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Oh, Geld. Ich will jetzt nicht direkt meinen André 10 holen, ich will erstmal kurz gucken hier, wenn ich schon unterwegs bin. Die Schnur. Wunderbar. Wie komme ich jetzt von hier aus weiter? Da unten sind überall Zombies. Die sehen nicht sehr einladend aus, aber die Grafik ist ja der Wahnsinn, hä? Ist schon ein bisschen ruckelig gerade bei mir, weil mein Rechner ist nicht der neueste, aber es ist schon super. Guckt euch das an. So, wie kommen wir hier runter? Einfach jumpen. Oh, wir gehen die Treppe runter, aufgeschissen. Reicht das? Dann nicht, muss ich anders runter. Klettert. Hallo, ist jemand da? Camden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt... keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt.
Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Morgan Freeman confirmed. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Brecken hat die meisten seiner Leute zur Verteidigung geehrt. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Gut. Neuer Überlebensrang. Fähigkeitspunkt erhalten. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Böller. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Super. Ich muss jetzt die Fallen für Bracken scharf machen, damit Bracken heute Nacht überleben kann, wenn er sich da die Scheiße holt. Der Typ hat echt eine coole Stimme, gefällt mir ebenfalls. So, meine Damen, meine Herren, ab geht's Fallen scharf machen, damit die Jungs die GRE-Pakete holen können. Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Leichen, verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer. Geld, Waffen und Fahrzeugteile zu finden, nutzen ihre Überlebenssinn Q, um Gegenstände, die sie plündern können, zu identifizieren. Okay. Der groben verschlossenen Thron, die von anderen Überlebenden zurückgelassen wurde, in der Regel in den Dächern außerhalb Reichweite der Zombies, hier erst enthalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Durchsuchen sie Leichen, Waffen, Autos, Möbelstücke und sogar Mutter hatten wir schon. Schließen. Alles klar! Q. Oder ist es nix? Wie sehe ich das? Wie werden die angezeigt mit Q? Ich habe keine Ahnung. Wir rennen erstmal jetzt weg hier. Will die Beißer nicht mitnehmen. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Check. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs.
Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Mann, ist das Game geil, ey. Ich werde wahnsinnig. Oh, geiler Bikini, Alter. Boom, bitch, get out the way! Get out the way, bitch, get out the way! Away! Holy shit. Scheiße, Busreise, ey. Hier, Touristen. Gut. Wir wollen weiter in die Richtung. Das ist echt weit, ne? Die befinden sich in der Nähe einer inaktiven Sicherheitszone, versuchen sie sich zu sichern. Muss erstmal hier irgendwie runterkommen. Ich will jetzt nicht einfach hier runterjumpen, da krieg ich bestimmt Schaden, wa? Oh, Jungs. Das sieht echt nicht nett aus. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Mist. Okay. Erlöse ihn. Lass ihn bloß nicht leiden.
Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Ach Mist. Kein Empfang, wir müssen höher aufs Dach. Super, also hier haben wir Licht aktiviert, unsere Safe Zone ist freigeschaltet und wir haben eine Rohrzange aufgehoben. Wie kann ich die denn jetzt benutzen als Kampfding? Kann man nicht mit irgendwelche Tab-Taste, hat er vorhin gesagt? Die Waffen durchwechseln? Was war das? Ah, hier. Diese Wasserrohr, Rohr, Gasrohr, Rohrzange. Mit W oder S erklettern die Stangen. So. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Ich soll da hoch, oder was? Oder was, was wollen die von mir? Wie komme ich denn da am schnellsten hoch? Hier. Einfach hier rüber. Geht das hier über so einen kaputten Zaun? Ich hoffe mal. Nee. Ich hoffe, einen Wagen drauf. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Check, check, check. Ich soll skillen. Fertigkeiten. Die haben Fertigkeitspunkte, die sie auf Fertigkeitswollen verteilen können. Überlebensrang. Wendigkeitsstufe. Kraftstufe. Der Rang Überlebender verschafft ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen die Quests, helfen anderen Überlebenden und nehmen an der Herausforderung teil. Je höher ihr Rang ist, desto besser die Ausrüstung, die ihnen im Geschäften angeboten wird. Wunderbar. Starter-Kit erfordert, bla bla bla, lernen sie die fünf Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche, Böller, einfache Wurfsterne und Molotow-Cocktails. Damit fangen wir hier an. Würde ich sagen, skillen wir einfach mal. Ja. Check. So, mehr können wir hier gerade noch nicht einsehen und auch noch nicht skillen, würde ich sagen. Hier können wir den Baum anzeigen. Der Wendigkeitsbaum ermöglicht es ihnen, ihren Gegnern davonzulaufen. Um ihre Wendigkeitsstufe zu erhöhen, können sie klettern, springen oder andere Parkour-Aktionen ausführen oder Fertigkeiten des Wendigkeitsbaums nutzen. Alles klar. Ausweichen, weichen die Angriffe aus, nehmen sie zur Seite oder nach hinten springen. Alles klar, gut, gut, gut. Das können wir hier lernen. Und Kraft direkt zu stellen. Um ihre Kraftstufe zu erhöhen, stürzen sie sich in Kämpfe, töten ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. Wundervoll. Was machen wir hier? Ausnocken. Lernen sie mit größeren Präzisionen anzugreifen. Jedes Mal, wenn den Gegner mit einem stumpfen Waffe auf der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Alles klar? Drei nützliche Bäume, die uns helfen können beim Überleben hier in Dying Light. Und ich kann nicht oft genug erwähnen, die Grafik ist der pure Wahnsinn.
Wir müssen die Autofallen da unten scharf machen, wo auch... Die Straße wimmelt von Infizierten. Infizierte sind. Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Autospike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Böller werfen. Nehmen Sie Böller mit 1 in die Hand und drücken Sie dann MMT, um die zu werfen. 1, 1, 1. Wie oft soll ich 1 drücken? Mausrad hilft. Tab. Böller. 1. 2, 3, 4, 5, 6, nix. G wie Granate? Nee. Was mit 1? Inventar. Böller. Kann ich die wechseln so? Auswählen. Ausrüsten habe ich. Mittlere Maustaste. 1. Böller. Ah, jetzt. Oh, das hilft aber auch nicht lange, wa? Scheiße, Mann, diese Böller sind aber Dreck! Das war erstmal nix, würde ich sagen. Verdammte Scheiße! Das macht mir keinen Spaß hier mit dem Böller nur. Jetzt habe ich keine mehr. Oh shit. Was mache ich jetzt? Finde ich noch irgendwo was? Oh. Kaffee. Ah. Ich stehe wohl voll auf diesen Typen da.
Danke! Vielen, vielen Dank, Pensis, für deine Donation von 1 Euro, du Vollnoob. Ja, da bin ich, glaube ich, gerade wirklich. So, der erste Wagen ist an. Jetzt haben wir noch Wagen Nummer 2. Ich habe noch Böller, doch. Lol. Junge. Shit. Fertig, Spike. Das war leicht, dachte er. Das war leicht, hat er gemeint. Der hat einen Kopf. Gut, da mit den Böllern gefällt mir mal überhaupt nicht, muss ich euch sagen, meine Damen und Herren. Dead Konzentration, jo. Ja, ein bisschen schon. Es ist aber auch gerade wirklich anstrengend und ich muss da echt aufpassen, dass mir nichts passiert. Kleinen Augenblick eben. Medikit ist auf H, wo sehe ich denn mein Leben überhaupt? Ach, da oben, 02. Ach so, nee, das obere ist mein Lebensbalken. Ach, und da drunter ist der Medikit. Alles klar. Die haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Oh, wir haben jetzt hier in beiden einen frei. Da müssen wir ja, wir müssen ja alles skillen, oder? Ist das so, man skillt am Ende alles? Ja, ne? Also alle Bäume meine ich jetzt. Gut, haben wir alle verteilt? Wunderschön. Ab zur nächsten Mission.
Böller immer in eine Richtung, alles klar. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Lol, lol. Durch die Decke geklettert. Auch cool. Geil, dass hier einfach alles aussieht, aber es ist, ich bin schon viel zu weit. Verdammt. Wow! Oh shit, ey, da kommen die Zombies. Das Teil. Du bleibst so hell wie eine normale Straßenlaterne. Da fliegen die infizierten Sonnenbrand. Wie soll ich diesen scharf machen? Wo denn? Was für Lichtfallen? Wo denn? Verdammte Scheiße, Mann. Willst du mich verarschen oder was? Ach so. Ah. Oh Mann, einfacher als man denkt manchmal. Sieht aber schon ziemlich dunkel aus. Ich werde jetzt mal Richtung, mich mal ein bisschen beeilen müssen, sonst wird das hier nichts heute mit dem Überleben. Da ist die nächste. Der Schalter. Ach komm. Nein, nein, nein.
Wird er hier wohl irgendwo einen Eingang geben? Ja, Leichenschänder. Auf jeden Fall No-Name. So ein bisschen Leichenschänder-Status hier beim Looten. Verdammt, das wird so dunkel. Ach du Scheiße. Kann man nicht dran. Hinspringen oder was? Von oben drauf oder was? Von der Brücke aus? Nee. Wie komme ich denn da dran? Den Mast kann man raufklettern. Du musst von oben raufspringen, oh Gott. Komm ich denn hier hoch? Irgendwie wird da dunkel, ne? Oder hab nur ich das Gefühl? Alter, verarschen. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Oh. Hey Crane, weißt du was? Ich bin auf dem Balkon und beobachte dich. Scheint sich gut zu schlagen für einen Anfänger. Danke. Aber bitte komm in einem Stück wieder, ja? Ich will nicht schon wieder einen neuen anlernen. Nochmal von da aus probieren, was weiß ich. Echt Training, Klettertraining hier, wie ein Affe fühlst du dich. Da kommst du doch nie im Leben dran. Ah! Nochmal probieren. Irgendwie muss er klappen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist mir noch. Ich spiele es zum allerersten Mal, ich kenne mich nicht aus und ich tue mein Bestes, aber es ist eben nicht so leicht, wie es irgendwie aussieht. Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht, ey, du musst doch da irgendwie drankommen. Die ganze Brücke da hoch oder was?
Ach so, ich muss zu einer ganz anderen Falle jetzt. Lol. Lol. Okay, hat sich erledigt. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Nee. Was für eine Hölle hier. Ey, der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Ich mache so schnell ich kann, Spike. Was ist das? Willst du mich verarschen? Bitch! Get out the way! Noch, 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 noch! Benutzen, benutzen! Was ist denn jetzt? Komme ich da dran? Taschenlampe. Ah, T, T, T. Oh Mann, ich Trottel. Bewegen Sie den Stift mit Maus und drehen Sie den Schraubendreher mit A. Vibriert der Stift, könnte er brechen. Verkackt. Zigaretten, oh geil. Ich habe gelernt, geladenes Rohrmord herzustellen. Was ist hier eigentlich? Ist dieser Boss da noch draußen? Entwürfe. Vier Metallteile, eine Schnur, habe ich alles. Plastikteil fehlt, Batterie fehlt und Stromkabel fehlt. Scheiße. Dietrich kann ich aber herstellen. Check und nochmal einen. Check. Tasche. Und ein Rohr. Super. Ich bin so eine Mühe hier. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Welche
Negativ. Ach du Scheiße, ist das dunkel draußen. Ich geh dann mal. Okay, Alter, einfach nur noch weg. Weg aus diesem verfickten Scheiß. Was ist das für eine Hölle hier? Hölle! Oh, da sind welche. Fuck. Weg! Oh. Bleib du mal da unten, Bro. Mann, was eine Action-Tour hier. Ich will irgendwie nach Hause. Hat aber einen Bock, ey. Ich dachte euch das. Ah! Weg, 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 weg. Hier war ich vorhin. Ich habe keine Ausdauer mehr, oder was? Boah, schnell rein da, Mann. Alter. Puh. Halleluja! Was? Für eine geile Scheiße, muss man sagen, oder? Wie ist eure Meinung zum Game? Ich persönlich, boy, boy, macht das Bock. Die Grafik, das Gameplay, das Parcours-Jumpen ist geil. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Crane. Crane, was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Schlafen Sie die Nacht durch. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Oh. Ha, ha, ha. Crane, bist du wach? Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. Okay. Sollte das ausschalten hier? Privat, ne? Ja. Ja, Mauskin, das tut mir mal richtig Laune. Ehrlich. So, ich soll mit Spike sprechen. Jetzt rennen wir erstmal zurück zur Base. Zigaretten. Ja.
Vorhin meinte irgendeiner, ich soll auch Autos durchsuchen. Wie geht das denn? Einfach reingucken, meinst du, oder was? Wie viel Schaden macht das Rohr? Boah, bitte. Keine Ahnung. Ah, hier Kofferraum. Ah. Okay, okay. Hat sich erledigt. Das ist ja schon geil, ne? Schatzelei, meine Freunde, ärgert mich gerade. Sie sagt, das Spiel sieht so aus, als wäre es ein bisschen zu schwer für dich. Too easy. Too easy. Ich habe schon wieder nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Siehst du mal. Scheiße, wo soll ich denn, wo soll ich denn hier runter? Kann ich auf die Köpfe von so einem Zombie? Ich teste das jetzt mal. Nein. Oh, das klappt nicht. Oder ich habe daneben getroffen. Das kann auch sein. Hey, halt dich von Reisbackfern. Die haben sehr Nerven. Spike, was gibt's? Crane, eins vorweg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Verlager. Ist das er okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Oh. Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Raiz gehört? Dieser Bastard. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich. Tante Tine, ich wünsche dir viel Erfolg. Hoffen wir mal, das klappt, wa? Also ich kann es nur empfehlen, euch allen hier, meine Damen, meine Herren, ein Game. Lange nicht mehr sowas gespielt. Hat schon ein bisschen Dead Island Style und macht vor allen Dingen richtig, richtig Spaß. Dieses Parcours, Laufen und Hüpfen mit höheren Skillpunkten, ich glaube, da geht das noch viel mehr ab. Darauf bin ich halt schon gespannt und das werdet ihr alles miterleben, wenn ihr Lust habt. Wir sind bei der Story, bei sage und schreibe 0%. Guckt mal oben rechts. Guckt euch das an. Story 0%. Mann. So. Wir spielen mal.
Oh, rutschen oder Gegner wegschleudern. Ich finde, rutschen ist geil. Das Wegschleudern machen wir später auch nochmal. Und wir haben beim Überlebensrang noch was. Was haben wir hier? Erfahrener Rucksacktourist. Lernen Sie in den Rucksack vorhandener Raum... Was? Erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots. Okay. Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder die Angreifen gegenüber widerstandsfähiger machen. Weiß ich nicht. Was meint ihr? Mehr Slots, 4 mehr Slots oder hier Aufputschmittel? Was sagt ihr? Habt ihr eine Idee? Aufputschmittel. Wir können Alchi werden hier, wa? Hi, Bro! Na? Alles klar? Nacht gut überstanden, hä? Bitch! Kopf weg. Opfer. Macht schon Bock, die so umzuhauen. Achso, ich dachte, ich soll einen Turm. Moment. Was hier hin? Crane hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Oh, eine Sekunde mal eben, meine Damen und Herren. Ganz kurz auf den Desktop. Kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr das Game haben möchtet, kaufen wollt, planetkey.de ist eure Quelle der Befriedigung. Da bekommt ihr das Game ziemlich günstig. Ansonsten Jakob Computer, wenn ihr neue Hardware braucht, kurze Werbeunterbrechung, unsere Partner in der Channelbeschreibung. Findet ihr alle Links. Wir sind in 30 Sekunden wieder da. Soho, meine Damen, meine Herren. Stopp. So. Wir machen weiter. X-Men Gamer twittert uns Hölle. Ganz, ganz dick und fett. Rodriguez schreibt, bestes Game. In der Stadt geht's richtig ab. Ja, Mann. Da hast du recht. Wir wollen hier an der Stelle auch direkt weitermachen. Wir wollen euch nicht lange unterbrechen. Eine kurze kleine Minipause. Schaut bei Playkey vorbei oder bei Jakob Computer sowie bei Nitrado für Server. Und Steam meldet sich immer.
ab geht's. Ab ins Hauptquartier treffen wir jetzt Bracken. Der gute alte Anführer hier. Wollen wir den? Ich habe immer noch offene Fertigkeitspunkte. Wir nehmen dann hier im Überlebensbaum die 4 zusätzlichen Waffenslots. Zack, die nehmen wir jetzt fertig aus. Kraft können wir ebenfalls skillen. Hier K.O.-Tritt. Es besteht eine 10%ige Chance, dass Sie Ihren Gegner mit einem Tritt ausnocken. Bewusstlose Feinde sind einfacher zu töten. Drücken Sie für einen K.O.-Tritt E. Dann Mehrfachwurf. Verlieren Sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Halten Sie MMT gedrückt, bis Sie, um Ihre Ziele zu markieren. Und lassen Sie zum Werfen los, um die Anvisierung aufzuheben. Da weiß ich ja ehrlich gesagt gar nicht, was ich skillen will. Scheiße, Mann, das ist schwierig. Sollen wir so ein Wurfmesser-Bengel werden oder eher so ein richtiger Zerschnetzler? Jerome! Jerome, ich danke dir fürs Subscribe. Willkommen in der Army und vielen, vielen Dank, Mann, fürs Subscriben. Herzlich willkommen. Ihr wisst genau, jede Unterstützung des Streams unterstützt uns bei der Sache, die wir hier machen. Und ohne das würde das Stream gar nicht mehr möglich sein. Herzlichen Dank. Wirklich. Dankeschön. Jerome, auch an dich. Schatzi, du erinnerst mich jetzt gleich an den Riss. Sobald die Leute einladen, sagst du mir Bescheid, denn dann werde ich mich schon mal ganz kurz in einem anderen Spiel einloggen, meine Damen und Herren. Kurz in Arcage, und zwar nur für einen Riss. Das dauert, ist ein Event, dauert ungefähr 10 Minuten. Muss ich gleich mitmachen, ist nämlich wichtig. Ne, damit du Bescheid wisst. So. Dachlachsfrau sagt K.O.-Tritt. Was sagen denn die Zuschauer? Jason Statham bei The Expendables werden? Oder sollen wir eher so werden, so BAM, The Rock, kaputt treten? Dürft ihr entscheiden. The Rock oder Jason Statham. Ihr entscheidet, was hier genommen wird, würde ich sagen, oder? The Rock oder Statham. Sucht's euch aus. Eure Entscheidung, meine Damen, meine Herren. Zuschauer entscheiden. Ich lese mal vor, für alle YouTuber hier vielleicht noch K.O.-Tritt. Die Messer sind gegen die Riesenviecher OP. The Rock, K.O.-Tritt. Jason, schön Messer. The Rock, The Rock. Jason, kaputt treten. The Rock, Jason, The Rock. Jason, Jason, Jason. Rocky. Geht auch, ja. The Rock. If you smell what The Rock is cooking. The Rock, ihr wollt alle den K.O.-Tritt. Alles klar, eindeutig, nehmen wir. Zack, und weiter geht's. Wir treffen jetzt, diese Gedanken, dass da draußen nichts mehr existiert. Den Johnny Walker da. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Gute Arbeit, 31. Crane, richtig? Crane, Bro. Jetzt mögen die mich langsam, merkt er? Nur weil ich hier so ein bisschen... Na, Hilfe. Mann, was ist denn das immer? Einige von uns sind nicht infiziert. Warum lässt man die nicht gehen? Handeln. Boah, ist das teuer. Ich habe 271 Bargeld. Und die wollen hier dicke, fette Asche von mir haben. Franzose, kurzes Messer, einfach. Klassischer Baseball. Ja, ich krieg später ein Baseball. Hey, das geht ab. Das geht ab. Ach ja, warte mal, ich wollte doch einmal gucken. Und zwar Entwürfe. Geladene Rohrmortel. Was brauchen wir jetzt noch? Plastikteil und noch ein Stromkabel. Alles klar, merken, Leute.
Noch ein Medikit? Wollen wir das mal herstellen? Sicherheitshalber, ja, ne? Machen wir mal ein, zwei Dietriche fertig, können nicht schaden. Kauf dir Franzosen, dann hast du den Sklaven. Ja, Wurfsterne, bauen wir mal. Ja, für Molotow fehlt uns jetzt die Schnur, die wir gerade bei dem Wurfstern benutzt haben. Was soll's? Noch ein Dietrich. Passt immer. So, haben wir ein bisschen was gebastelt? Super. Inventar müsste ein bisschen leerer sein. Wir haben ein bisschen mehr eingeordnet hier. Alles zusammengefriemelt. Wir haben auch außerdem jetzt eine UV-Lampe. Wird von Überlebenden genutzt, um Infizierte in Schach zu halten. Werde ich mal gucken. Bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, hier gibt's... Oh. Oh, okay, hallo. Dark Dorado! Dark Dorado! Donated 10 Euro, dachte, super Typ, super Stream, hau rein, rock die Bude. Dark Dorado, du bist der Boss, Bro. Danke für deine Donation. Vielen herzlichen Dank. 10 Euro, mega geil. Herzlichen Dank, Bro. Wir laufen jetzt aber auch mal weiter, um jetzt hier den Bengel da zu treffen, ja? Hör zu, Brecken und dein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Eiser haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute Obelix aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Okay, Brecken will jetzt die Lieferung selbst holen. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel, nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Brecken. Viel Glück, Crane. Mach ich schon. Leg danach die alte flach. Auf ein Wort. Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Jo, du kochst da, ne? Alles klar. Super. Wundervoll. Die kocht den Kessel jetzt und ich gehe da mal im Kessel da aufräumen. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Breckens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht. Alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie. Und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb. Vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Kranke Scheiße, Mann. Hier muss man sich wirklich... Neuer Tagebucheintrag, Muttertag. Belohnungen, 3500 Dingser, 500 Dings-Champion und was? Kontaktieren die GRE.
Und auf dem Dach ist ein Ausrufezeichen. Quests oder was? Ja, Halleluja. Bin ich hier in World of Warcraft? Hey, kannst du mal in Zimmer 202 nach Bahir sehen? Sag ihm, dass er spät dran ist und Seth langsam sauer wird. Tust du mir den Gefallen? Klar, wenn ich ihn treffe. ...202? Hat er gesagt? Ne, hier nicht. Da hinten leuchtet irgendwas. Hier sollten besser keine Zombies herkommen. Papa sagt, wir kochen und essen sie sonst. Ich hoffe, das mit dem Essen war ein Witz. Obwohl, ich bin schon ziemlich hungrig. Vielleicht schmeckt so ein Zombie ja gar nicht so übel. Richtig gesalzen? Mit wem muss ich reden hier? Mit dem Burschen, wa? Nee. Irgendwas. Was ist denn das für ein Symbol? Weiter unten. Ach so, eine Etage tiefer. Mensch, ich trottel. Entschuldigt mich. So, da drüben sind nochmal zwei Quests. Boah, was geht denn jetzt ab? Schon wieder. Pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also, Junge, die ist auch wie ein Vergewaltiger. Der sichere Ort sein, den es gibt. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe und der Schlüssel ist dein. Genau wie die Sachen im Laden. Da drin ist irgendwas noch nicht tiefer. Was hier? Scheiße, Jungs, was habt ihr denn vor? Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen?